Immer schön faszinierende Leute zu treffen und bis zum Tod gegen sie zu kämpfen. Was ich aber beim letzten Gegner sehen konnte. Perfekt. Mein Deck ist scheiße, was ich gedraftet habe. Ich habe drei der größten Helden aller Zeiten gefunden, die sinnlos für euch sterben wollen. Mhm. Oh, den würde ich gerne ziehen. Den grünen würde ich gerne ziehen. Den Einser sofort. So. Das ist eine Wahl. Das ist ein Karten. Damit kann ich arbeiten. Den habe ich sogar gezogen. Schön. Einziges Problem an der Geschichte ist, ich habe im zweiten Zug jetzt nichts zu tun. Und wenn er meine 1-1 losbekommt, wovon ich stark ausgehe, habe ich auch im dritten Zug nichts zu tun. Wir sind zu allem bereit. Ah, schön für dich. Und schon Ende im Gelände. Ich bräuchte jetzt diesen Ring. Der würde mir über diese Mana-Hürde hinweghelfen. Was ist das? Eine Ziege? Sieht aus dem Nord und ist ein Daedra? Oder ist vermutlich auch ein Daedra? An mir kommen die nicht vorbei. Das ist nicht persönlich. Ja. Gegen Torn. Was machen wir gegen Torn? Kann ich wohl vermutlich nicht viel machen. Das ist schlecht. Ich kann nichts gegen Torn machen. Wer ist heute unser Kunde? Wer ist heute unser Kunde? Nehmt es nicht persönlich! Wer ist es denn? Ein Sturm zieht auf! Na gut, ich habe eine 2-1 und ich kriege jetzt Waffen auf wie jede meiner Kreaturen. Der Drachensternritter zum Beispiel. Formation schließen! Lass niemanden durch! Oh! Vielleicht sieht nicht heraus! Na gut. Führer trifft! Nehmt es nicht persönlich! Na gut. Dann ist es halt so. Möge ich Sand schütten, falls ich heute falle. Na, das ist doch nett, nicht wahr? Das Lustige ist, wenn er mit der 3-3 angreift, dann muss er was anderes dorthin spielen, weil sonst könnte der eskalieren. Zumindest hat er das Potenzial. Es sieht zwar auf der linken Seite blöd aus, aber es sind nur 6 Schaden auf der linken Seite im Moment. Das ist nicht so viel. Oh ja, mit den Oh, ich muss viele Rüstungen ausziehen. Ich muss die Quest schaffen. Fordert kann ich nicht herauf. Ich schließe mich dem Kreis an. Das ist gut. Das ist richtig gut. Illusionsmagier sind nie das, was sie zu sein scheinen. Für Rift! Nehmt es nicht persönlich! Schneller Schuss. Formation schließt! Okay. Lass niemanden durch! Oh, damit kann ich leben. So. Schneller Schuss wäre gut. Naja. Erhitzen wir mal die Gemüter. War ein guter Damage. So. Beschützt den Herold. Ja, dreckiger Hund.
es wird trotzdem schwierig. Schwierig, noch irgendwas zu reißen. Ich werde es mal versuchen. Mit meinen begrenzten Mitteln. Wichtig ist, die Quest abzuschließen. Hier gibt vermutlich mehr Geld als hier ein Sieg. Fordert Kavit nicht heraus! Ah, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Der wechselt. Sie unterschätzen uns! Der wechselt ja seine Position. Oh! Okay. Ja. Nehmt das nicht persönlich! Hast du Angst? Nein, hat er nicht. Okay. Das ist super. Na, die Wölfe. Gut. Gut, gut. Ja, gibt Schlimmeres, nicht wahr? So, dich spiele ich auf jeden Fall, aber dann... Dann mal zu. Ich lasse euch auch den ersten Schlag. Sterb, dreckiger Hund. Ah, da triggert auch noch was. Das ist ja unglaublich. Da hat er schon fast nichts. Ah, okay. Na gut. Sieh deine Karte. Ich möchte eine Karte ziehen. Schön. Ich schließe mich dem Kreis an. So, er wird leider einen weiteren Wolf spielen können. Und dann werden die Wölfe stärker. Na. Lästig. Aber dafür hat er auf der linken Seite eine Niete. Eine 0-1 ist jetzt nicht sehr brutal. Einziges Problem ist, ich bin eindeutig zu teuer hier auf der Seite. Auf meiner Hand. Meine Hand ist deutlich zu teuer. Okay. Ach, sogar nur bei Beschwörung kriegt er +1/+1. Dachte, die haben generell +1/+1 für jeden anderen Wolf. Sie wagen es, die Klingenherren. Boah, das ist eine gute Karte. Das ist wirklich eine gute Karte. Nehmt es nicht persönlich. Trifft. Davon kann sie aber ausgehen. Das nehme ich persönlich. Das nehme ich so richtig persönlich. So. Wie machen wir jetzt am klügsten? Durchbrechen. Ich kann mir 3 Leben sparen, wenn ich auf der Seite... was wird er machen, wenn ich das auf der Seite... Ich erledige sie alle selbst, wenn es sein muss. Beschützt die Mutter der Nacht! Beschützt den Herold! Okay. Schauen wir mal, wie er reagiert. Er hat ein bisschen Damage. Und kann wieder eine 3-3 generieren. Moment, warum hast du 7/8 Magika? Habe ich da was verpasst? Kurios. Oh, jetzt ist sie auf einmal nicht mehr so useless. Okay. Yeah. Oh, shit. Ja, gut. Das war hervorragend. Nee, gerade gezogen. Nicht persönlich. Wir sind zu allem bereit. Das habe ich verloren.
das habe ich... Wartet, auf der linken Seite sind bloß 4 Damage. Vielleicht habe ich es nicht ganz verloren. Oh. Vielleicht. Sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus im Moment. Beschützt den Herold! Thanos möge mich leiten! Und zwar spiele ich dich. Ein Beschwörer stieg mir. Im Moment lebe ich noch. Theoretisch. Trotzdem sieht es schlecht aus. Meine Karten sind so teuer. Allerdings, wenn ich... ich habe auch kaum Taunt. Ich habe überhaupt keinen Taunt. Habe ich überhaupt... Doch, ein bisschen Taunt habe ich. Aber kaum. Nee, nicht wirklich Taunt. Kind von Hirsine. Der muss halt jetzt eigentlich auf der rechten Seite irgendwas mit 5 Schaden spielen, damit er einmal angreifen kann. Ja, keine Ahnung. Das müsste er eigentlich machen. Der müsste auf der rechten Seite jetzt richtig Rabatz machen. Weil... Ja, ist halt so. Nehmt das nicht persönlich! Er macht Platz zu der Miet. Nehmt das nicht persönlich! Erhitze die verstehe. Gut. Nichts kommt vorbei. Eure Befehle, da bräuchte ich jetzt wieder Taunt. Eure Befehle, eure Befehle. Dim, dim, dim. Das ist eine Option. Wir machen dich und wir spielen dich. Wir spielen den Schildbrecher. Fangen wir an. Machen dich weg. Dann hat er nur noch 6. Der Mensch. Wovon ja 1 hier irgendwie triggern kann. Und die 4-1, ob er die liegen lässt, ist eine andere Frage. Nein, theoretisch kann ich so ein... Ja, der wird wahrscheinlich mit den 4 angreifen. Mit der wird er wahrscheinlich die 4-1 angreifen. Und dann schauen wir mal, ob... wenn da, meine Befehle sind eindeutig. Oh! Ab in die Bresche! Ja, theoretisch muss ich ihn ja loswerden, stimmt. Ich höre und gehorche. Ah, schade. Da wäre es jetzt super gewesen, dieser 2-4er-Taunt. Ich höre und gehorche. Die wäre sehr nützlich gewesen. Die Nord müssen sich Himmelsrand zurückholen. Das hat er. Ja, das ist eine Option. Befehle? Mhm. Stimmt. Damit kann er gut was machen. So. Den weg, dann den weg, dann den weg. So, ich muss, wenn ich den Spiel, ja, den spielen wir hier. Geben dem hier das noch mit. Draufhauen. Mach den noch weg. Spiel ich den noch. Ich habe eine Ersatzklinge in meinem Stiefel. Ersatzklinge, geile Sache. Angriff und schön. Ich heile mich wieder. Ich muss einfach Kreaturen spielen, dann kann ich mich heilen. Er wird jetzt. Meine Befehle sind eindeutig. Wow. Er lässt die 8-2 liegen. Holy moly. Die Nord müssen sich Himmelsrand zurückholen. Okay. Befehle? Ja. Ich hab einen Star durch, das weißt du schon, oder? Vielleicht hast du es vergessen. Gut. Stahl durch. Oh ja, stimmt, da war ja was. Dann haben wir 9, 8 und 7. Vielleicht habe ich Glück. Oh, es ist lächerlich. Lächerlich brutal. Gerade so. Ach, du Schande, ist das lächerlich brutal gewesen.